Liebe Freunde, willkommen zurück zu Victoria 3 mit unseren Belgiern. So, in der Folge möchte ich mir auf jeden Fall nochmal das Problem mit den Radikalen in Holland anschauen. Und vorher werden wir aber uns auch noch hier Dosenfutter durchlesen. Die Soldaten beschweren sich, dass sie kein Werkzeug haben, um ihren Dosenproviant zu öffnen. Sicher ist das Essen besser, aber es nützt das, wenn wir nicht rankommen. Manche verwenden Steine, andere Messer. Doch sicher ist nur, dass es verflucht nervig ist, daraus zu essen. Schauen wir uns mal an, wie zufrieden die Streitkräfte gerade sind. Zufrieden plus 8. Ja. Aktuell schwimmen wir ja im Geld. Veteranenberatung ist aktiv. Minus 10% Technikkosten im Militärbereich. Patriotischer Eifer. Plus 10% Offensive, plus 15% Defensive. Wäre erreichbar, wenn wir noch 2 bei den Streitkräften dazu bekommen würden. Ah, wir nehmen aber trotzdem die minus 2 Interessengruppenzustimmung in Kauf. Weil aktuell ändert sich dadurch nichts. Ich möchte nämlich einiges auch an Geld investieren jetzt. So, Problem Holland. Da haben wir auch wieder Radikale dazu bekommen. Das liegt vor allem daran, dass wir ja unser Steuergesetz geändert haben. Und dadurch müssen halt viele... Ja, das Geld kommt ja nicht, fällt ja nicht vom Himmel, sondern einige müssen dieses Geld bezahlen und, tja, die sind halt nicht glücklich darüber. Und wir werden das Geld jetzt reinvestieren. Wir werden erst einmal den Bausektor ausbauen. Meine eigentliche Idee war ja, hier zu warten, bis der Stahlskelettbau fertig ist und dann einfach die vorhandenen Bausektoren aufwerten. Aber das dauert jetzt noch 2 Jahre hier. Und wir haben halt einen massiven Überschuss. Und wir werden jetzt erst einmal in Holland. Also wir investieren jetzt in Holland. Das ist ganz klar. Hier. Im Bausektor. Ah, wie viel kostet der Bausektor aktuell? Knapp 40.000. Wenn wir hier 3 Stufen aufrüsten. Ja, tut uns das nicht sonderlich weh. Und wir werden den... Ach, man kann das übrigens auch anders machen mit Alt. Alt gedrückt lassen, dann klicken. Dann wird das Ganze direkt am Anfang eingereiht. So. Und wir haben in Holland 74 Infrastruktur. Also da können wir ganz fleißig bauen, bevor wir uns irgendwie über Häfen oder Eisenbahnen Gedanken machen müssen. Und wir werden in Holland auch noch die Universitäten ausbauen. So, Universitäten. Hier. Und nicht nur ausbauen, wir werden hier auch noch die Produktionsmethoden ändern. Die Kleriker, die hier beschäftigt sind, die schmeißen wir raus und werden diese durch Akademiker ersetzen. Und die Akademiker haben einen etwas höheren Lebensstandard als die Kleriker, verdienen halt auch mehr. Und außerdem sind die Akademiker, vor allem bei den Intellektuellen, den Kleinbürgern und den Gewerkschaftern und auch bei den Streitkräften. Und die Kleriker sind natürlich vor allem bei der katholischen Kirche, aber auch bei den Landbewohnern und den Grundbesitzern. Also uns gefallen die Akademiker auf jeden Fall viel besser. Und dann haben wir hier auch noch die verschulte Ausbildung gerade laufen und mit Institut für Philosophie
werden Arbeiter durch Büroangestellte ersetzt, die haben dann auch nochmal einen höheren Lebensstandard. So. Und dann bauen wir die Universität auch noch aus. Ah, Papier ist kein Problem für uns. Ruhig mal 3 Stufen. Jetzt habe ich es wieder ohne Alt gemacht. Die Bausektoren kommen an den Anfang. Und dann habe ich noch eine Maßnahme, speziell für Holland. Und zwar werden wir jetzt mal alles in Holland subventionieren. Was hier nicht ganz klar von der Produktivität her im grünen Bereich ist. So. Das kostet jetzt natürlich ordentlich. Aber wir möchten ja die Radikalen abbauen. Dann werden wir uns parallel darum kümmern, dass die Gebäude in Holland produktiver werden. Und wir dann weniger Subventionen zahlen müssen. Wir haben ja übrigens... Also die Schiffswerfte werden ganz massiv subventioniert. A ist der größte Kostentreiber, danach kommen die Waffenfabriken. Und wir haben hier sogar noch weitere Schiffswerften im Bau. Und auch wenn die fast fertig sind, wir brechen die ab. Ja. So. Dann gehen wir die... subventionierten Betriebe noch einmal durch. Ein Stahlwerk ist bereits im Bau. Mal schauen, ob wir kurzfristig hier noch eine Importroute erstellen können für Stahl. Aus Frankreich. Und ganz viele Konvois. Warum wird die Route aus Großbritannien hier kaum wachsen, aber weil die Preise dort auch schon sehr hoch sind. Okay. Ja, okay, dann nehmen wir ruhig einmal Frankreich. Jetzt wird Bürokratie zu einem Problem. Motoren plus 45,3%. Wir exportieren Motoren. So, dann schauen wir doch mal. Wir exportieren selbst 80 Stück an Frankreich. Und die Route wächst auch noch. Wir nehmen die mal komplett raus. Die 80 Stück hier. Und dann haben wir hier ganz viele, die sich an unsere Märkte bedienen. Und dann setzen wir hier die Exportzölle hoch. Bei Großbritannien, da bewegt das nichts, aber die anderen, die... importieren dann hoffentlich weniger. Vielleicht brechen sie dann auch die Handelsroute komplett ab. So, auf jeden Fall sollte das ja jetzt schon mal eine deutliche Entspannung geben. Lass mal ein bisschen weiterlaufen. Ja, nur noch plus 14,6% bei den Motoren. Stahl plus 36,4%. Und die Subventionen sind deutlich zurückgegangen. So. Ja, Schiffswerften waren ja, glaube ich, bei 7.000, jetzt noch bei 3.640.
Wunderbar. Und dann Waffenfabriken. Nächster Punkt. Starten einen Aufruhr, jawohl, wissen wir. 22 Bataillone in Reserve. Oh, ein General ist gestorben. Also, der Josef Ledegang. Okay, also. Militärreiter. Und wir rekrutieren einen neuen General. Im Reinaku. Und dann schauen wir uns mal deren Fähigkeiten an. Der eine hier ist taktvoll. Bergkampfexperte plus 25% Defensive in erhöhtes Gelände. Ebenenkampfexperte plus 25% Offensive in flaches Gelände. Nachschubbeschaffungsexperte. Minus 10% Versorgungsverbrauch. Plus 100% gesicherte Logistikwahrscheinlichkeit. Minus 90% unterbrochene Versorgungslinienwahrscheinlichkeit. Ja, also wenn man irgendwo auf einem anderen Kontinenten kämpft, über einen Seeweg verbunden ist, dann ist der super. Und der hat auch noch Offensivplaner. Plus 10% Offensive. Plus 50% überraschendes Manöverwahrscheinlichkeit. Und direkt ist er auch noch. Dadurch wird er beliebter. Und als Befehlshaber plus 10% Offensive. Und plus 100% aggressives Manöverwahrscheinlichkeit. Ja, wir wollen ein Siemchen. Zack. Eventuell noch einmal befördern. Ah, zwei Bataillone in Reserve. Der war für die Defensive. Oh, der ist sowieso sehr gut. Okay, dann befördern wir... Ah, er ist 82 Jahre alt. Dann befördern wir den 41-Jährigen. Okay. So, und dann haben wir keine Bataillone mehr in Reserve. Noch ganz viel Geld, aber werden jetzt demnächst auch viel Geld ausgeben. Ja, die Bausektoren und die Universitäten, die kosten ja nur Geld, die bringen kein Geld ein. Ja gut, die Beschäftigten dort, die zahlen Steuern, aber vor allem sind das ja Kostenfaktoren hier. Bausektor, Universität, Verwaltungszentren und so weiter. So. Holland. Waffenfabrik. Die Handfeuerwaffen. Minus 47%. Dann haben wir da selbst durch Änderung bei unseren Kasernen einen erhöhten Bedarf an Handfeuerwaffen erzeugen. Wir könnten hier einen erhöhten Bedarf an Munition erzeugen, aber nicht an Handfeuerwaffen. Verklickt. Und bei der Artillerie natürlich nicht. Ja. Hier, MG-Schützen. Da würden wir auch viel Bedarf an Handfeuerwaffen erzeugen. Haben wir aber noch nicht freigeschaltet. Da erzeugen wir Bedarf an Opium. In Holland. Wundert mich gerade, dass dadurch nicht der Opiumpreis steigt. Nimm das erstmal weg, damit wir hier überall gleiche Verhältnisse haben. So, also selber Bedarf an Handfeuerwaffen erzeugen wäre nur durch Ausbau der Kasernen gerade möglich. Ach, hier sind keine Beschäftigten im Einberufungszentrum. Null Bataillone, okay.
Ja. Das wäre erst, wenn man in einem Diplomatiespiel ist, dann kann man die Wehrpflichtigen, die Reservisten einberufen. Okay. So, also, vielleicht eine Exportroute für die Handfeuerwaffen. Das sieht sehr gut aus. Wir haben ja auch viele Bataillone. Problem wird jetzt langsam, aber sicher die Bürokratie. Wir schauen uns das hier nochmal in der Marktsituation an. Handfeuerwaffen. Hier. An die Amerikaner. Und die Route wächst nicht mehr. Die bleibt auf 6. Die Amerikaner. Möchte nicht weitere Handfeuerwaffen haben. Potenzielle Importmenge 115. Lokale Kaufaufträge 115. Okay, also der Markt ist halt komplett gesättigt. Ja, okay, dann richten wir eine weitere Exportroute ein. Ja. Handfeuerwaffen. Sekunde. Wir haben hier plus 112. Also können auf jeden Fall hier die größte Menge nehmen. Und die hätten wir im russischen Markt 72. Bräuchten aber auch 94 Konvois. Und wenn wir zu Frankreich oder Preußen exportieren würden, dann bräuchten wir keine Konvois. Und wir sind halt gerade nicht das Problem. Und Spanien. Ah. Da ist gerade der Preis auf 103,4 und bei den Russen auf 88. Okay, wir exportieren an Spanien. Exportieren an Russland. Oder an den russischen Markt, besser gesagt. Ah, die große Menge. Ich habe mich jetzt doch für die größere Menge entschieden. So, mal ein bisschen weitermachen. So, Handfeuerwaffen. Müssten jetzt langsam, aber stetig etwas teurer werden. Jawohl. Und dann haben wir die Waffenfabriken. Also die Waffenfabriken machen bereits Gewinn. Eventuell alles mit der Subvention ist vielleicht ein bisschen verzögert. Oha, oha, aber zum Gelderzahlen ist es hier immer noch sehr schwierig. Aber wie gesagt, manchmal ist die Anzeige ein bisschen verzögert. Artillerie ist okay. Handfeuerwaffe noch ein bisschen günstig. Stahl wird ja jetzt auch noch besser. Werkzeug und Hartholz. Ja, unser Sorgenkind ist Stahl.
Das machen wir nicht. Lassen wir es so. Durchsatz plus 32%, auch durch die Fertigungsförderung, das ist auf jeden Fall gut. So, der Bausektor wurde erweitert. Eisen ist in Ordnung. Holz ist sehr günstig. Werkzeuge in Ordnung. Tuch günstig. Ja, also dem Bausektor geht's gut. Da werden noch neue Beschäftigte eingestellt. Ich denke mal, wir kommen dann hier auf 80. Und Bürokratie wird ein Problem. Das heißt, wir bauen dann natürlich die Regierungsverwaltung auch in Holland aus. Hier können wir auch noch Kleriker durch Bürokraten ersetzen. Oha, standardisiertes Ablagesystem. Natürlich viel besser. Lebensmittelfabriken. Lebensmittel sind teuer. Spirituosen. Ah, ein bisschen günstig. Zucker günstig. Getreide ein bisschen teuer. Fisch teuer. Glas teuer. Und Eisen etwas teuer. Glas. Glas ist natürlich... Da müssen wir aufpassen. Glas wird sehr, sehr wichtig werden. Aktuell haben wir hier nur die Pop-Bedarf und die Lebensmittelfabriken drin. Aber in Zukunft, ich denke, das wird man hier auch schon sehen, haben wir dann weitere Verbrauchsmöglichkeiten bei den Stadtzentren und beim Bausektor. Ist auch schon eine weitere Glashütte eingereiht, okay. So, minus 150.000 Radikale durch einen Zuwachs des Lebensstandards. Ich meine, wenn man einfach subventioniert und die Leute mit Geld zuwirft, das ist ja jetzt nicht die große Kunst. Wirklich auf die Schulter klopfen können wir uns, wenn wir hier dann auch noch die Subventionen abgebaut kriegen. Und die Radikalen. So, 80 von 80. Ja, wir können auf jeden Fall mal eine weitere Eisenmine einplanen. Oha. Die Rohstofferzeugung, die ist... Da wird richtig gutes Geld verdient, ohne dass Subventionen notwendig sind. Ja. Wir haben Dynamit. Dynamit ist natürlich auch teuer. Ja, Umstellung auf Dynamit. Und wir haben ja erhöhte Sterblichkeiten gerade, dadurch, dass wir Nitroglycerin einsetzen. Das ist halt schlechter kontrollierbar. Dynamit ist die sichere Variante. Ja, wir haben ja nur diese eine Eisenmine. Wir schauen uns das jetzt nochmal anders an. Kohleminen verwenden bereits Dynamit, okay. Dann haben wir noch die Eisenminen und die Bleiminen. Wenn wir erstmal mit den Bleiminen beginnen, da wird weniger Dynamit verwendet.
Und dann die Sprengstoffproduktion erhöhen. So. Über die Chemiefabriken. Verbesserter Dünger noch nicht eingesetzt. Oha. Düngerproduktion schießt dann in den Himmel. Statt 630 hätten wir dann nochmal 350 mehr. Also fast plus 50%. Die Preise sind eigentlich okay gerade. Dünger wird exportiert. Zweimal zu den Niederländern. Ach so. Einmal explizit durch uns und einmal durch sie selbst, meine ich. Im Moment falsch erklickt. Derzeit gewünschte Importmenge. Aber ich meine, das hatten wir in der letzten oder vorletzten Folge schon mal getestet, das hier einfach abzubrechen. Und die andere Handelsroute wurde trotzdem nicht größer. Das war sehr merkwürdig. Wir machen das nochmal. Ich bin mir da nicht sicher. Bevor wir das machen, müssen wir aber die Chemiefabrik subventionieren. Steigt auf 8. Und steigt noch einmal. Okay, also der Düngerpreis ist wieder in Ordnung. Wenn wir jetzt Zölle erheben, dann bleibt die Route auf 8. Ach so, war schon. Okay. War schon auf Maximum. Was die Zölle angeht. Sehr gut. Jetzt zahlen halt die Niederländer die Zölle und nicht mal unsere Verkäufer. Das hat funktioniert. Also ein bisschen merkwürdig war das vorher. So. Verbesserter Dünger ist halt jetzt die Frage. Werden die noch mehr Dünger kaufen? Wir lassen die Subvention laufen. Und 275. Ah, ist sogar ein bisschen zurückgegangen. Das heißt, der Markt ist auf jeden Fall gesättigt. Wir könnten ja an die Preußen Dünger verkaufen. Dann geht der Marktpreis bei uns auf 34 hoch. Das ist vielleicht schon zu viel. Aber wir machen das. So, jetzt sind wir hier bei plus 49,4.000.
Das ist krass. So, Dünger. Die Handelsroute, die steigt auf 11. Und die untere, die bleibt auf 8. Ah, wunderbar. So, das heißt, wir haben ja unsere Wirtschaft nochmal kräftig angetrieben. Subventioniert natürlich. So, wir... Ja. Sprengstoff war ja der eigentliche Ansatz. Und dann habe ich gesehen, dass wir hier noch nicht die neueste Produktionsmethode verwendet haben. Okay, also der Düngerpreis wird sich normalisieren. Und wir müssen ja nicht mehr subventionieren. Die Produktivität ist wunderbar. Und dann können wir aufgrund der Sprengstoff-Problematik halt auch hier nochmal ausbauen. Durch zweimal. Und dann ja nochmal mehr Dynamit einsetzen. Ja, da bräuchten wir 90 Sprengstoffe mehr. Wir können das jetzt ändern. Dann haben wir die Eisenpreise gedrückt. Eigentumsrecht verabschiedet. Plus 5% Beschäftigtenrate. Und das fanden sehr viele gut und nur die Kirche war dagegen. Wunderbar. So, Industrieboom. Wegen der jüngsten Erweiterungen in Sachen Produktion und Verbrauch von Sprengstoffen in unserem Land gibt es viele Debatten darüber, ob das Militär oder die Industrie den Vorrang haben sollte. Jetzt finde ich, ihr habt ja noch ein bisschen diskutiert. Die erste Meinung ist, warum sollten wir uns Gedanken darum machen, wie viel Erde wir bewegen können, wenn wir auch darüber nachdenken könnten, wie wir unser Land verteidigen. Die zweite Meinung ist, wir sollten uns weniger darum sorgen, wie wir den nächsten Krieg anfangen, als darum, wie wir das für unsere Arbeiter nutzen können. Die sind wichtiger. Aber das hört sich dann an, als würden die Streitkräfte und die Gewerkschafter diskutieren. Sprengstoffproduktion für 5 Jahre plus 33% Chemiefabrikendurchsatz. Industriesektor für die Minen plus 20% oder Militärsektor Munitionsfabrikendurchsatz. Also im Militärsektor werden wir auf keinen Fall stärken, also entweder die Minen oder die Chemiefabriken. Wir werden die Minen nehmen. Jawohl, plus 20%, 5 Jahre lang. Hervorragend. Durchsatz plus 76%. 26%, weil wir hier auf Stufe 27 sind. Dann 10% durch Borinage, Kohlefelder. Das ist die Spezialeigenschaft von Wallonien. Plus 20% durch Bergbauproduktion. Das ist das Event. Und plus 20% durch Rohstoffindustrieförderung. Das ist der Last, der dort läuft. Und wir machen 81.900 Gewinn. Wow. Ach so. Wir hatten Universitäten gebaut und jetzt wird der Investitionsfonds abgebaut. Alles klar. Also das ist jetzt ein temporärer Effekt. Da müsste man dann
Okay, aber so viel wird ja gar nicht. So groß ist die Differenz gar nicht. Das sind nur 2000. Aktuell werden 2000 mehr aus dem Investitionsfonds genommen, als eingezahlt werden. Sieht man ja auch. Ja, es läuft, Leute, es läuft. Und dann schauen wir uns jetzt noch einmal die Situation der Radikalen an. Damit haben wir ja praktisch begonnen gehabt. 309.000. Wir haben hier keinen Aufruhr mehr. Das erste Mal, seitdem wir Holland erobert haben, haben wir keine Aufruhr. Und Subventionen 26.600. Ah, jetzt haben wir weniger Loyalisten. Das finde ich ein bisschen problematisch. Bei einigen ist der Lebensstandard zurückgegangen. Bei vielen ist der Lebensstandard halt auch gewachsen. Kleidung, Lebensmittel, Lebensmittel plus 40%. Transport plus 32,6%. Okay, gut, Leute. Dann werden wir uns beim nächsten Mal nochmal explizit hier die Kostentreiber anschauen. Macht's gut. Bye bye.